Sven vom Integrate Team. Wir haben uns im Jahr 2015 gegründet als Informationsplattform für Migranten, damals auch konkret eigentlich Flüchtlinge. Wir waren damals alle Helfer oder Helferinnen in Organisationen in Augsburg, in Regensburg und so weiter und einfach den Bedarf gesehen, dass Informationen digital schneller an die Zielgruppe gebracht werden können, als es mit klassischen Feiern der Fall ist. Integrate ist eine Plattform, die Kommunen die Möglichkeit gibt, Infomaterialien für Flüchtlinge digital aufs Smartphone zu bringen. Der Vorteil ist, dass die Informationen viel, viel schneller natürlich auf die Smartphones kommen als per Flyer an die Person. Und weil aber nicht alle Menschen immer Internet haben, insbesondere wenn sie eben gerade neu in Deutschland angekommen sind, bietet eine App die Möglichkeit, Informationen offline mitzunehmen. Und unsere Plattform schafft es einfach, die Informationen bei den Kommunen einzusammeln, mehrsprachig dann an die Zielgruppe zu bringen. Wir sind momentan eigentlich mehr oder weniger fast die einzigen auf dem Markt. Es gibt noch ein, zwei weitere Apps, aber im Kern sind wir momentan die einzigen, die so richtig diese Nische bedienen, dass die Kommunen selber die Informationen generieren und über die Plattform dann eben an Migranten und Flüchtlinge bringen. Warum sind wir anders? Also tatsächlich anders sind wir insofern, glaube ich, weil wir tatsächlich mal Open Source und Open Data in Kommunen bringen. Das ist, glaube ich, noch nicht selbstverständlich. Wir sehen, dass Open Source und Open Data sehr mächtig sind und auch für Kommunen viele Vorteile bringen. Insbesondere, wenn man jetzt das Konzept von Open Data und Creative Commons anschaut. Kommunen können zum Beispiel die Inhalte untereinander kopieren. Also wenn eine Kommune einen Text geschrieben hat und eine andere den gut findet, kann ihr den 1:1 übernehmen, inklusive der Übersetzungen. Und das spart Zeit und Geld. Und das ist ein Riesenvorteil für alle. Kooperationsmöglichkeiten mit der Stadt München sehen wir insofern, als dass die Stadt München sich bereits für uns entschieden hat. Und also die Stadt München arbeitet seit einigen Monaten an den Inhalten für Integrate und wir freuen uns natürlich riesig, dass die Stadt München auch mitmacht. Der Nutzen für die Gesellschaft besteht hauptsächlich darin, dass also zunächst mal natürlich Migranten leichter Informationen bekommen in ihren nativen Muttersprachen. Das macht es für sie natürlich wesentlich einfacher, sich zurechtzufinden in Deutschland. Zum anderen ist das Ziel der Plattform, dass es leicht ist, Ansprechpartner zu finden, bei den richtigen Behörden, die richtigen Organisationen und insofern hoffentlich auch die Fehlläufer bei irgendwelchen Behörden beispielsweise reduziert werden. Also, dass man nicht mehr den Menschen sagen muss, nein, du bist falsch, du musst leider zu dieser anderen Organisation oder zu der anderen Behörde. Einfach dadurch spart man sich hoffentlich auch einfach Zeit im Alltag.